Hallo und herzlich willkommen zurück zu Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Und unsere derzeitige Quest besteht darin, Justin zu suchen und ihm zu erklären, was das mit der Schlange auf sich hatte. Justin ist nach oben gerannt, wir also hinterher. Da rennt er noch weg. Wir rennen wieder nach oben. Da rennt ein Justin weiter nach oben. Zack. Tot. Was ist das? Was ist das denn da auf dem Gang? Das sind Nick und Justin. Die sind versteinert. Sieh nur, da ist doch der kleine Wurm, der mit Schlangen sprechen kann. Verschwinde, Peeves. Zeig mir deine gespaltene Zunge und ich verschwinde auf der Stelle. Was ist das da auf dem Gang? Nichts, hau jetzt ab. Eine Statue? Nein, es ist Nick. Angriff, Angriff, wieder ein Angriff. Kein Sterblicher oder Geist ist sicher. Sei still, Peeves. Was ist passiert? Er hat es wieder getan. Potter, du Mistkerl. Was ist hier für ein Aufstand? Potter hat es wieder getan. Sogar zweimal. Wir sind alle verloren. Sogar die Geister. Ruhe, Peeves. Ihr kümmert euch jetzt bitte alle wieder um eure eigenen Angelegenheiten. Potter, du kommst mit mir. Die lassen wir da einfach liegen. Kein Problem. Kein Ding. Sherbert, Zitrone. So, Potter. Mehr kann ich nicht für dich tun. Oh Gott, wo sind wir jetzt? Ich weiß es natürlich und ihr wisst es mit Sicherheit auch. Wir sind auf dem Weg zu Dumbledores Büro und müssen uns da durchkämpfen, lustigerweise. Komische blaue Rüstung, ein Fechter. Okay, die Spinne können wir anzünden. Ah ja, wir haben ja neue Zaubersprüche. Expelliarmus, Entschleim haben wir glaube ich noch nicht. Petrificus Totalus und Mucus Ad Nauseam. Da gibt es auch drei. Aha, wusste ich noch gar nicht. Petrificus Totalus auch. Oh. Sollten wir öfter verwenden. Ich verwende mal Expelliarmus auf den Ritter da. Ah, das ist also Expelliarmus. Habe ich mir gedacht. Oh Gott, nett. Jetzt noch gleich nochmal. Zack. Und die fackeln wir noch an. Yay. Verdimilius, ein neues Zauberspruch. Das habe ich zwar gar nicht benutzt, aber gut, dass der mit auflevelt. Dann haben wir jetzt Verdimilius 3 schon. Oder eine Bildkarte. Müssen wir uns dort gleich mal angucken, Verdimilius 3. Was wir noch machen? Geisterratte, irgendwo hier, da. Wunderbar, durch Verdimilius. Dann machen wir dort gleich mal. Verdimilius Tria. Wow. Ja. Hätte schon ein bisschen mehr Schaden machen können. Für den Tria-Zauber. Und was ist das? Ein grüner Fledermaus. Grüne Fledermaus, wie muss der Pentakel aus? Wo sind die Fledermäuse überhaupt? Da, Papier. Verwundbar durch alles. Gut. Ich kann aber nicht mehr alles. Ich kann nur noch mit Bendo. Egal. Hat ja auch gereicht. Ist nichts, aber da rechts wird es sein, sonst wird das Bild nicht so. Einzel da irgendwo hängen. Ne, jetzt auch schon rein. Das ist doch das Büro von Professor Dumbledore. Woher weißt du das? Das ist der sprechende Hut. Ich habe mich schon immer gefragt, wo sie ihn aufbewahren. Was für ein dürrer Vogel. Ich könnte ihm mal mit ein bisschen Magie helfen. Warum hat Dumbledore nicht schon längst... Ich hoffe, ich habe nichts Falsches gesagt. Hallo, Harry. Professor, Ihr Vogel ist in Flammen aufgegangen. Wurde auch Zeit. Fawkes ist ein Phönix. Phönixe gehen in Flammen auf und werden aus der Asche neu geboren. Seine goldenen und roten Federn werden bald wieder nachwachsen.
Phönixe haben große Kräfte und sind außerordentlich treu. Ist ein Phönix ganz ausgewachsen, kann er unglaublich schwere Lasten tragen. Seine Tränen haben heilende Kräfte. So, Harry, ich wollte dir nur noch sagen, dass ich nicht glaube, dass du hinter den Angriffen steckst. Es ist schön zu wissen, dass sie hinter mir stehen. Gibt es irgendetwas anderes, das du mir erzählen möchtest? Nein, Professor, es gibt nichts. Nun gut, Harry, dann gehst du jetzt am besten zurück zum Gryffindor-Tor. Ja, Professor. Nein, wir müssen noch hier nämlich noch Karten suchen. Du hast damit das geheime Büro gefunden, anstatt dich von der Schule zu werfen, hat er im Sammelvergang eine neue Kartenkombination für dich hinterlegt. Dankeschön. Hier steht doch irgendwo. Angriffskombi. Sehr gut. Bildkarte. Sehr gut. Wahrscheinlich Dumbledore-Karte. Eben schnell gucken. Bei Flüche blinkt einer. Dimpfner. Keine Ahnung. Daphne, Dimpfner. Wilfried Elfrake hatten wir schon. Godric Gryffindor. Slytherin. Slytherin. Helga Arthur. Rowena Ravenclaw. Haben wir eine Lockkarte noch gar nicht? Wir haben immer noch nichts voll. Das kann doch nicht sein. Naja. Oh. Da, 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 da. Ah, Weihnachten. Viele fahren über Weihnachten nach Hause. Ja, aber Malfoy, Crabbe und Goyle sind noch hier. Genau der richtige Moment, um unseren Plan in die Tat umzusetzen. Kürze ab, Baumschlangenhaut und zwei Hornhaut. Uns fehlt nur noch eine einzige Zutat. Und was? Stückchen von Crabbe und Goyle. Was denn für Stückchen? Ein paar Haare würden schon ausreichen. Und wie sollen wir an die Haare kommen? Freiwillig werden sie uns jeweils keine geben. Wir geben ihnen Schokoladenkuchen mit Schlafmitteln. Sobald sie eingeschlafen sind, ruft ihr ihnen ein paar raus. Ich bekomme Schokoladenkuchen. Und noch einen. Ich habe ja nichts dagegen, ihnen Schlafmittel unterzujubeln, aber Schokoladenkuchen ist doch eigentlich viel zu schade für die beiden. Wir können ihnen mal nicht einfach einen Schokoladenkuchen schenken. Selbst diese beiden Schwachköpfe würden das verdächtig finden. Fordert sie zu einem Zauberduell raus. Wenn die beiden gewinnen, gibst du ihnen den Kuchen als Belohnung. Verlieren sie, gibst du ihnen den Kuchen zum Trost. Sobald sie dann schlafen, können wir sie irgendwo an einem Ort verstecken. Hä? Weiß nicht mehr genau, was da schon steckt. Und ihnen die Haare ausrufen, keine Ahnung. Und den Vierlachtrank fertigzustellen. Und dann zu den Slytherins gehen. Komm dir mit in den Toilette der Maul und Möte, wenn du das Haar hast. Ich mache schon mal mit dem Zaubertrank weiter. Sehr gut. Los, wir gehen sie suchen. Ich hoffe, sie mögen überhaupt Schokoladenkuchen. Ich hoffe, sie waschen sich regelmäßig die Haare. Und Weasley stellt sich zu deiner Gruppe. Durch den Weihnachtsbaum? Na, schade. Hätte sein können. So. Wollen wir irgendwas kaufen? Wie viele Sickel haben wir denn? 2000. Wie teuer sind die Sachen denn geworden? Fuck. Wollen wir was verkaufen? Ich hab doch bestimmt bei euch 16 Mega Powertränke. Das ist sehr gut. Ich habe gar keinen Aufpilot dran. Doch, habe ich wohl. Oh, super, Getränke. Ah, nicht mal, alle Geschmacksbogen kann ich. Ah, die bringen mir hier gar nichts. Toll. Kann ich trotzdem verkaufen, die nutze ich nie wieder. Da kriegst du ja gar nichts fast, für diese Sachen zu verkaufen. Ich will einen Girl suchen. Laut Buch, ETC Film. Müssten die ja unten in der großen Halle sein. Da gehen wir mal hin. Vielleicht treffen wir uns auch schon vorher. Wäre ja, natürlich gut. Hä? Da sind sie. Haben wir da. Hallo Crabbe, hallo Goyle. Was wollt ihr? Habt ihr nicht Lust auf ein kleines Zauberduell? Warum sollten wir? Der Gewinner bekommt einen Schokoladenkuchen. Aber wenn ihr meint, ohne Draco hättet ihr sowieso keine Chance. Wir brauchen Draco nicht, um einen Gryffindor zu schlagen. Wir sehen uns im Duell-Club. Einfacher als gedacht.
Bist du bereit? Dann kann's ja losgehen. Oh, komische Stimme. Naja. Rattenminze ist ganz gut. Dann finde ich nämlich ein. So. Ach, Harry hat natürlich auch so gut wie gar keine MP. Geile Sache. Dann gehen wir verdoppelt. Entschuldigung. Der Gegner schläft ein. Und hier kommt der Aufklärung natürlich ganz gut. Aber ich hab da nämlich lieber einen super Aufklärung dran, ehrlich gesagt. Ich will die Karten nicht verschwenden. Explayer. Das können wir, glaube ich, auch. Experience. Macht auch relativ viel Schaden. Ich möchte aber gerne mal ausprobieren, wie viel Verdimilus Trier macht. Ehrlich gesagt. Toll, hat natürlich jetzt gerade nichts getroffen. Mit ihm machen wir nochmal. Oh, wir könnten nochmal Mukas Ad Neues Seam. Den da unten verwenden. Und du versuchst. Ne, warte, du versuchst nochmal. Ja, die Industrie. 105! Boah. Ja, die Milius. Ah, bringt natürlich dann nur 17. Klar, der hat dann nicht so ein hohes Level. Trifficus Totalus. Oh. Nett. Da ist er schon wieder aufgewacht. Ein Schaden. Das ist blöd. Okay, Expelliarmus. Ja, so. Bin wieder out of MP. Ja, wir sind wieder out of MP. Ich kann jetzt Pino angreifen. Wir haben beide keine MP mehr, das ist natürlich scheiße. Dann MP-Trank wieder auf Harry. Weil er dann doch mit Venimigus Trier so ein bisschen Schaden reinholen kann. Ja, wir sollten einfach mal für Pendio an. Quatsch. So. Harry ist down? Das ist scheiße. Ich würde den doch gehen. Auch ich würde den Kampf doch gerne gewinnen. Wäre doch richtig cool. Bestimmt kriegen wir auch dafür was, wenn wir gewinnen. 155 Erfahrung und 60 Sickelaut. Ich meine, und ein neues Level für Harry. Netter Versuch. Aber ich will mal nicht sein. Hier, nehmt euch den Schokoladenkuchen. Warum willst du den Kuchen nicht? Weil wir haben noch Pudding. Ja, wir haben Pudding. Pudding essen wir viel lieber als Schokoladenkuchen. Hm, na gut. Du gibst ab und du gibst ab. Hm, Kuchen. Kuchen. Hm. Schnell, wir müssen sie hier irgendwo verstecken. Kommt's Haar von Crab. Haar von Goyle. Die beiden sind ganz schön schwer. Bringen wir die Haare ins Mädchenklo, der Maul in die Mütze. Du hast Crab und Goyle besiegt und die ersten beiden ersten Zustand für den Fiesaft-Trank geschafft im Sammelverein. Wartet eine neue Kartenkombination auf dich. Konnte ich auch schon mal besser. Das ist schnell vorzulegen. Naja, was soll man machen? So. Klo der Maul in die Mütze. Zack. Hätte ich jetzt fast gar nicht gesehen, dass sie da ist. Hier sind die Spiele von Crab and Goyle. Du gibst ab, du gibst ab. Wo wir gerade beim Thema sind, in wen möchtest du dich verwandeln? Millicent Bulstrode, ich habe ein paar Haare geklaut, als ich abgelenkt war. Jetzt werden wir feststellen, ob ich alles richtig gemacht habe. Puh, das ist ja eklig. Perfekt! Ihr zwei seht genauso wie mir aus wie Crab und Goyle. Hermine, du bist eine Katze. Und ihr seid zwei Schweinchen. Also fehlt der Trank perfekt. Nein, mal ernsthaft, du hast Fell, Schnurrhaare, spitze Öhrchen, einen Schwanz. Oh nein! Dann war das Katzenhaar auf mindestens Pullover. So kannst du nicht mitgehen. Das ist wohl wahr. Geht ihr beiden, ich bleibe hier. Vielleicht hilft es, wenn ich mir das Gesicht wasche.
Willst du dich denn waschen? Komm schon. Komm, wir gehen. Die laufen ja noch langsamer als Harry.